Herzlich willkommen an alle Suchenden, die jetzt Suchbegriff eingegeben haben, so was wie, wie bekomme ich meinen Reifen von der Felge? Ganz einfaches Ding, zeige ich euch kurz. Das ist der Reifen, das ist das Laufrad, da haben wir ausgebaut, im letzten Video seht ihr das. Und so, und jetzt habt ihr hier die Luft abgelassen, das haben wir ja schon gemacht, um mit auszubauen. Das ist klar, üblicherweise habt ihr ja auch einen platten Reifen, ihr wollt den Reifen wechseln, oder ihr habt so wie hier Speichendefekt. Ne, die dann getauscht werden müssen. Dazu muss man immer den Reifen runternehmen. Wie mache ich das? Wie gesagt, ich baue zuerst das Laufrad aus, das ist klar. Das haben wir gemacht. Und jetzt schaut doch mal hier. Das Ventil nehmen wir nach unten. Ich nehme das Ventil nach unten, weil hier oben am meisten Platz ist, um den Reifen auszubauen. Dann drücke ich mit der Hand, mit dem Finger, mit dem Daumen den Reifen so ein bisschen in die Felge. Nehme einen Reifenheber. Das ist kein Schraubenzieher, das ist ein Reifenheber. Schieb den hier drunter. Hebel ihn rum und halte ihn fest mit einem Finger. Dann habe ich üblicherweise oder idealerweise einen zweiten Reifenheber. Mit dem gehe ich hier daneben, circa 8 cm daneben, Hebel, zieh raus. Und das gleiche nochmal wiederholen. Rein, hebeln, rausziehen. Rein. Hebeln, rausziehen. Ein Hebeln rausziehen. Und wenn ihr merkt, das geht sehr leicht, dann seid ihr fertig eigentlich damit. Der Reifen ist hier oben jetzt von der Felge runter. Und dann könnt ihr mit dem Reifenheber oder was auch immer ihr da habt, einmal rundherum fahren um die Felge. Jetzt haben wir eine Seite den Reifen von der Felge geholt. Dann greifen wir, drücken wir hier. Geh rüber gegen den Reifen und hol zuerst den Schlauch hier raus. Das ist ganz wichtig. Dann habt ihr ganz viel Platz für alle anderen Arbeiten. Das Ventil ist immer unten. Jetzt nehmen wir das Ventil natürlich nach oben und drücken mit dem Daumen natürlich wieder zurück, halten den Schlauch dabei fest. Zack. Entnehmen den Schlauch. Weg. Und jetzt wird es ganz einfach. Der Schlauch ist raus, ihr habt ganz viel Platz, der Reifen sitzt unheimlich locker, dadurch, dass der Schlauch auch nicht sperrt da drin. Und dann könnt ihr ihn einfach ein bisschen anheben hier und von der Felge so runterdrücken. Das war schon. Ja, das war schon der Ausbau des Reifens von der Felge. Also wie man den Reifen von der Felge zieht, das habe ich euch jetzt gezeigt, und den Schlauch entnimmt. Sozusagen, jetzt habt ihr hier drin noch das Felgenband. Dieses checken natürlich, ob es in Ordnung ist, intakt ist, wenn nicht, dann auch gleich runternehmen und tauschen. Kann ich euch auch ganz kurz noch zeigen. Machen wir kein extra Video von. Ist ja Quatsch. Dann schreien sie gleich wieder alle, der will ja Geld verdienen. So. Felgenband. Dieses hier ist noch intakt, das weiß ich, habe ich vor kurzem erst gemacht. Der Schlauch war jetzt auch noch in Ordnung, sogar bei dem. Hier geht es nur um die Speichen. Wenn ihr altes Felgenband habt, geht da hier am Ventilloch, sucht euch das Ventilloch, da geht er dann hier rein, mit dem Schraubenzieher, hebt das so ein bisschen hoch, geht dann mit dem Finger drunter und dann so mit dem Schraubenzieher dann irgendwas drunter. Und dann, zack, seht ihr, runter ist das Felgenband. Kontrolliert er alles, ob alles intakt ist, und das war's. Ja. Auch hierzu gilt natürlich zu sagen, die Felgen und die Maße, wie ein Reifen auf dem Laufrad sitzt, das war jetzt hier sehr großzügig beim Hollandrad. Das ist ja auch meist das Problem. Hollandräder haben meist Niederdruckfelgen. Das heißt, da kann man eh nicht so viel Luftdruck aufpumpen. Bei natürlich Hochdruckfelgen wie bei Rennrad und Co., da müssen die Felgen viel straffer sitzen, weil da viel mehr Luftdruck drauf ist. Wenn ich 8 bar hier auf der drauf gebe, hält das ja nicht aus. Da fällt das Ding rund, fliegt der Mantel runter und knallt uns um die Ohren. Also hier sind 3,5 bis 4 bar Maximum bei so einem Hollandrad und oder ideal, und deswegen kann es durchaus sein, dass beim Rennrad etc., werdet ihr aber auch in anderen Videos von mir sehen, guckt da mal ein bisschen durch, Rennrad, Hinterradausbau etc., Schlauchwechsel und so, werdet ihr sehen, dass es auch durchaus schwieriger sein kann, natürlich so einen Reifen von der Felge zu hebeln. Ich habe es euch hier an dem Beispiel gezeigt, weil es gerade in der Reparatur ist. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch,
Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.